jeder von uns ist was Besonderes. Und keiner ist so wie die anderen. Darum geht es in meiner Show. Bereit? Showtime! Es hat noch nie jemand etwas verändert, indem er so war wie andere. Ich kann nicht einfach weglaufen und mit dem Zirkus ziehen. Warum nicht? Ich meine, du hast eindeutig Talent für das Showbusiness. Showbusiness? Aha. Noch nie davon gehört. Weil ich es gerade erst erfunden habe. Die Tür war schon offen? Ja. Wer hat sie dann aufgemacht? Stanley! Sie sind krank. Nimm deine Maske ab. Hier ist niemand krank. Trau niemandem außerhalb deiner Familie. Du checkst es nicht. Wie alt bist du, Travis? Wenn sie krank sind, dann bin ich es auch. Wenn du mich anlügst, bringe ich dich um. Es droht eine Niederlage an Land, die Vernichtung unserer Armee und eine baldige Invasion. Wir müssen Friedensverhandlungen führen. Manche lernen es wohl nie. Man kann mit einem Tiger nicht vernünftig reden. Mit dem Kopf in seinem Maul. Unsinn, das einzige Argument, das... Würden Sie wohl aufhören, mich zu unterbrechen, während ich Sie unterbreche? Vor uns liegen viele, viele lange Monate des Kämpfens und Leidens. Auch wenn viele alte und große Nationen in den Griff der Nazi-Herrschaft geraten sind. Wir werden unsere Insel verteidigen, egal was es kosten mag. Wir werden an den Stränden kämpfen. Wir werden an den Landungsabschnitten kämpfen. Wir werden auf den Feldern kämpfen und auf den Straßen. Wir werden in den Hügeln kämpfen. Wir werden niemals kapitulieren. Denn ohne Sieg gibt es kein Überleben! Mein Name ist Orgy Pullman. Wenn sie dich anstarren, lass sie einfach starren. Aber du magst die Schule doch. Für dich ist es vielleicht anders, aber ich liebe es. Es ist das Gesicht meines Sohnes. Du bist nicht hässlich. Das sagst du doch nur, weil du meine Mom bist. Weil ich deine Mom bin, zählt es am meisten, weil ich dich nämlich am besten kenne. Und dass jeder von uns zumindest einmal im Leben einen riesen Applaus verdient hat. Meine Freunde haben ihn verdient. Meine Lehrer haben ihn verdient. Meine Schwester hat ihn verdient, weil sie immer für mich da ist. Mein Dad hat ihn verdient, weil er uns immer zum Lachen bringt. Und meine Mom hat ihn am meisten verdient, weil sie niemals aufgibt. Egal worum es geht, ganz besonders bei mir. Du bist wirklich ein Wunder, Orgy. Wer hat die Dose geworfen? Welche Dose? Was ist mit dir, Schätzchen? Nein, ich hab nichts. Gib alles. Hey, Wichser! Was? Sag doch nicht was, Dixon, wenn sie hereinkommt und dich Wichser nennt. Je länger ein Fall in der Öffentlichkeit präsent ist, desto größer sind die Chancen, dass er aufgeklärt wird.
Wissen Sie, wenn Sie weiter die Kirche besucht hätten, hätten Sie etwas mehr Verständnis für die Gefühle der Leute. Die ganze Wut, Mann. Die erzeugt nur noch größere Wut. In 3, 2, 1. Und so traurig dieses Spektakel um diese Billboards auch ist. Verdammte Scheiße, Mann! Diese Reporterin hofft, dass das endlich das Ende bedeutet. Für diese sonderbare Geschichte der drei Billboards. Scheiß bedeutet das, du behinderte Kuh. Das ist erst der verkackte Anfang. Sende das mal in deiner Guten Morgen Missouri Frühstücksfernsehen. Scheiße, du Miststück.